So, hallo meine Damen und Herren, guten Tag YouTube, hier ist der Nils von Johnny and Friends Gaming und wir spielen eine Runde World of Warcraft Classic, nachdem ich aktuell kein Geld habe, um das Abo zu verlängern, habe ich gedacht, nehme ich ein paar Folgen auf. Ich werde jetzt mal nur noch Lichthain spielen, Priesterin. Und ja, gehen wir doch erstmal rein und spielen eine Runde World of Warcraft Classic. Ich denke, ich mache immer so 30 Minuten. Ja, World of Warcraft Classic ist jetzt momentan nicht so der Renner. Ja, gibt es andere Spiele, die der Renner sind. Aber ich spiele das halt einfach gerne. Hey, wieso war die da drüben? Komisch. So, dann gehen wir mal da rein. Oh, cool. Haben wir noch ein kleines Seidenbett gekriegt? Okay, doki, cool. Das heißt, das werde ich hier dann gleich mal wieder zurückschicken an Sturmglocke. Ich verkaufe das Ding. Kriegen wir ein Achterding. Das können wir auch verkaufen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Entschuldigung. Hi, wie geht's dir, Teldrassil, Schildwache? Juhu. So, Mysia. Oh, Egger. Ah, bin ich? Gib mir. Haha, cool. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie viel Geld haben wir denn? Ein Gold, Wahnsinn. Okay, die Straße nach Darnassus. Dolanar? Bin ich in Dolanar? Also, wir gehen mal. Hunde. Machen wir erst einmal. Ja, gehen wir mal halt schnell hier rüber. Hier gibt es irgendwo diesen einen Quest hier. Genau, den hier. Und dann gehen wir nach Dolanar. Dann gehen wir in die Hauptstadt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo das ist. Außerdem möchte ich unbedingt Stufe 10 erreichen. Und dann möchte ich unbedingt mal zu einem. Wow. Zu einem Trainer. Ich kann ja die Bubble machen hier. Die Bubblen. Hier kann ich sogar, tatsächlich, hier kann ich sogar, also nicht im allerersten Bereich, da kann ich nicht, hier konnte ich nicht kirschnern, also die Handwerksberufe ausüben, aber hier schon. Das ist eine Riesenfläche hier. Das müssen wir mal schauen, diese Knarzdinger, ich weiß nicht, wo die sind. Knarzklauen, die müssten eigentlich hier sein, die sind nicht so weit weg. Oha. Wer kämpft denn hier bitte? Aha. Genauso hoch wie ich. Und dann nimmt die den hier. Dann nehme ich mir den hier vor. Sechs Stück ist nicht viel.
So. Gut, jetzt muss ich mal gucken hier. Kann ich noch nicht wirken? Gibt's da ein Quest oder was? Kann das sein? Ja, mach. Ich halte dich. Ja, komm. Na, komm doch. Ich halte dich doch. Das ist eine komische. Falsch verklickt. Ich weiß nicht mal, was das sein soll, Höhle. So. Okay, dann essen wir mal ein bisschen was. Achso, ich muss was trinken, ne? Na, du blödes Arschloch, was willst du denn von mir? Was willst du, Arsch, von mir? Kann richtig gut. Na, also sag ich doch. So, dann essen wir was. Na, wir brauchen nichts essen, wir brauchen nur das hier. Also das ist das, was mir am einzigen ein bisschen dieses Mana-Problem, dass sie eigentlich sehr, wenn sie kein Mana hat, ist sie am Arsch, ne? Kann sie gar nichts machen. Was ist denn das hier? Ist das hier irgendwie ein Quest oder was? Das sind zwei. Ja, da bin ich noch zu schwach dafür, ne? Das ist doch gar nicht die Höhle hier. So, zwei Stück noch, dann gehe ich weiter. Lysia hieß die, okay. So, eine noch. Dann haben wir's. Charloton. 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 So, dann haben wir den Quest hier auch. Muss halt immer was essen, ne? Also hier in dem Fall muss ich Mana zu sich nehmen. So, kann ich hier weiterlaufen? Ja, hier oben ist die Brücke. Da gehen wir gleich weiter. Gehen wir dann oben den Quest ab. Würde aber eigentlich gerne noch ein bisschen... Warte mal. Ja, hier stehen halt gar keine Quests drauf, ne? Das ist ja das. Ja. Wird noch ein bisschen gequestet. Kann ich hier oben rauflaufen? Geht das? Ist das hier möglich? Oh ja, Eldrassil. Da kann ich auch hier rauf? Ja, tatsächlich. Sehr cool. Weil da oben gibt es ein Quest. Und den werden wir jetzt mal machen. Ja, hier gibt es ein. Hier gibt es den Kirschnermeister. Juhu. Kirschnermeister! Kann ich behilflich sein? Oh, 50. Was habe ich denn? Konnte man hier früher alles mal ablesen? Jetzt kannst du gar nichts mehr ablesen. Ach du meine Güte. 10 ist ja witzig. Kann ich denn überhaupt schon was Neues lernen? Seine Frau kann doch. Ja, ist cool, ne? Main Weaver. Hallo. Hi! 15. Oh. Viel Glück. Okay. Ist das der Papa? Das ist der Mann, ne? Vielleicht ist es auch der Papa. Das kann ja auch sein. So, ich möchte hier gerne... Oh mein Gott, da müsste ich jetzt aber viel jagen. Die 10. Stufe hätte ich gern. Die
Die 10. Stufe hätte ich gern alle. Die kann ja gerade mal 2 Spinnen hier kaputt machen. Das lädt immer noch auf. Ja, das kannst du jetzt mit dem Stock machen. Ja, man muss sagen, sie ist ziemlich, ziemlich stark. Also das mit dem Mana macht mir echt Angst. Ich kann jetzt noch 13 Mal angreifen, dann ist Ende im Gelände. Dann ist Ende im Gelände, ja. Das Ende. Eigentlich will ich diese Strigid-Eule nicht töten und ich will sie auch nicht töten. Der Vorteil wäre halt, also wo muss ich denn hin? Darnassus. Acryl. So, müssen wir mal gucken hier. Darnassus ist da hinten. So. Hier gibt es unglaublich viele. Ich will diese Eulen nicht töten, aber das Problem ist, ich würde da wunderbar die Eier kriegen, könnte ich sehr gut beim Kochen verwenden. Aber was soll's. Bin ich hier richtig? Ja. Da unten muss ich noch runter. Da muss ich mal gucken, ob ich da runterkomme. Aber jetzt gehen wir erstmal den Quest ab. Ach, Gorilla. Rezept Hurtigkeitstrank. Den können wir mal verschicken. Hi! Juhu! Hi! Kann ich denen was geben? Oh, ich kann denen wirklich eine Verzauberung geben. Der ist Stufe 60. Uhrturmbeschützer. Ah, wie schön das hier ist. Ja, meine Damen und Herren, ich kann halt momentan leider die 13 Euro nicht bezahlen für World of Warcraft Classic. Bleibt mir also nichts anderes übrig, wie jetzt hier ein paar Aufnahmen zu machen. 13 Euro ist zu viel. Wenn ich überlege, dass ich Bloons für 9 Euro krieg. Ich nur Allah. Ja, ich nur. So, schauen wir mal. Kann ich kochen? Ich hab die Spinne nicht. Ja, hast du nicht gekriegt, weil den Quest habe ich doch gemacht. Konnte ich nicht machen, den Quest. So, weg damit. So, kann ich hier was zu trinken kaufen? Ja. Boah, es ist teuer. 1, 2, 3, 4. Oh, ja, das tut mir leid. Wir brauchen die. Brauchen das einfach. Es nützt ja nichts. Es nützt ja nichts. Lebt wohl. Ich mitten in der Pampa bin. So, jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, wo muss ich denn überhaupt hin? Ach, du meine Güte, guckt euch das mal an. Ich hab die Falschen getötet. Ich hab die Falschen besiegt, doch, nee. 2. Okay, bringt Relian Queens bei Indanasus einen Bäumlingssamenkorn. Enklave des Szenarios, okay, und was ist das hier? Okay, Enklave des Szenarios. Das weiß ich nicht, wo das ist. Das ist irgendwo da hinten. Ist halt immer viel zu laufen. Aber es ist wunderschön. Und ihr seht, man hat im Spiel soziale Kontakte, echte Menschen, die sich hier auch wirklich bedanken. Wo haben wir es? Hier. Akyri. Hat sich bedankt. So, jetzt muss ich mal gucken. Szenarios. Muss irgendwo da hinten sein. Ich bin geehrt. Kann ich bei dem irgendwas lernen? Seid gegrüßt. Hi! Verfügbar. Mögen euch die Sterne leiten. Was führt euch hierher? Ja, mögen euch die Sterne leiten.
So, hier müsste, das ist die Terrasse der Handwerker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ui, das wird sogar angezeigt. Cool. Na, das ist ja mal was. Da ist er ja. Ram. Seid gegrüßt. Hi. Bosheit wuchert in den Bäumlingen. Okay. Bäumlinge vernichten. Ein Stutzmesser, das ist sogar 4 Schaden. Das ist richtig, richtig gut. Del Nadris. Ich nur Allah. Was ist denn du Schönes? Ich nehme nochmal Milch. Gut. Aschafela. Dann muss ich wieder zurück. Das ist doof. Wenn ich jetzt hier den mache. Ja, mach. Da können wir den anderen Quest abgeben. Hi! Cool. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier irgendwas abgeben. Wo gibt es denn hier einen Magierlehrer? Weiß das irgendjemand? Win. Da müssen wir mal gucken hier. Magierlehrer. Ah. Keine Ahnung. So. Gibt es hier irgendwo... kann ich hier eigentlich hier nichts verkaufen? Wir haben gar nichts verkauft. Doch, haben wir. Ja, den Beutel hast du vergessen. Warte mal, hier gibt es doch Bogenmacher und so ein Zeug. Seht euch ruhig um. So. Aschafella. Jetzt haben wir also einen Quest gemacht. Ah, die Schildwache. Ja, die Schildwache, die war hier. Hui. Die Schildwache. Gott, hab ich die gesucht. Jetzt muss ich mal Blade fragen, wieso habe ich den einen Quest mit den Spinnenbeinen nicht? Das eine Rezept. Was führt euch hierher? Jetzt bin ich gespannt. Mögen euch die Sterne leiten. Hi, Sarine, wie geht's dir? Ich bin geehrt. So. Ich muss mal... Seid vorsichtig. Ich muss mal... Vielleicht habe ich ja noch einen Quest offen. Druide... 22-stufig, wow. So, wo war denn die nette Dame? Die nette Dame, die war doch da hinten. Bei der muss ich denn abgeben? Doch nie und nimmer, oder? Stimmt. Wo ist denn das? Schildwache Amara, das ist Shaya. Außerhalb Dolonars zurück. Ach du meine Güte, das ist dieses Reitdings. Okay. Also wir müssen noch ein bisschen... Ich hab gedacht, ich schaffe noch die 10. Stufe. Oh, Näschen! Oh, gut, hallo. Ringe machen. Oh, hat sie Kratze gemacht, habt ihr gesehen? Sie hat sich Kratze gemacht. Okay, dann tun wir halt hier noch ein bisschen... ein bisschen Feinde bekämpfen, dass wir auf den, dass wir auf Stufe 10 kommen. Also bei 6-stufigen kann ich 2 besiegen, das ist kein Thema. So, wir haben ja hier noch 1, 2, 3, 4. Wo ist denn der? Da hinten ist der eine Questgeber. Ich guck mal, ob der... Nee, der hat keinen Quest. Zum Zurückgeben nicht. Göttliche Pein, mehr hat die nicht. Ich muss mal gucken, es kann doch nicht sein, dass ich nur 2 Angriffe habe. Kann er nicht sein, oder? Peng!
der nächste weg. Okay, cool. 38 kriegen wir nicht hin. Da müssen wir was essen. Willenskraft 2. Und jetzt was? Eigentlich nicht. Naja, ich will es jetzt nicht. Ich will jetzt sagen, dass das nichts bringt. Willenskraft erhöht Gesundheits- und Mana-Regenerationsraten. Okay, naja, gut, wenn du das sagst. Er hat keinen Quest. Ich brauche ein Ziel. Hä? Hat er keinen Quest? Das verstehe ich nicht. Charlon. Ja, tatsächlich, der hat nichts. Was ist denn der? Druide. Okay, ja, was machen wir jetzt? Ist der. Okay. Hallo? Ja, der hat nichts. Der hat nichts. Okay. Ihr seid so gütig. Was führt euch hierher? Tja. Und jetzt? Fünf bösartige Tumore am Wellspring-See im Norden. nein, der ist nicht im Norden, der Wellspring-See. Ist der wirklich hier oben? Ja, ich glaube schon. Aber wir können mal eins machen. Wir können hier mal durchlaufen. Hier. Wir können hier einfach mal durchlaufen. Und wenn du da durch bist, dann bist du Stufe 10. Ganz einfach. Ah, das ist Stufe 5, das geht noch. Oh. Das kann ich, glaube ich, nicht tragen. Das war Leder, oder? Leder. Ja, wir müssen sowieso ein bisschen, ein bisschen Level noch. Ich würde jetzt gern mal ausprobieren, ob ich tatsächlich dieses Machtwortschild brauche. Brauche ich das wirklich? Nö. Brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Kurz warten. Oh. Komisch, ne? Also hier brauche ich es nicht. Da trinken wir mal ein bisschen was. Sollen wir was essen? Ich weiß es nicht. Normalerweise kann sie sich ja selber heilen. Das ist immer ganz schwierig. In der Ecke war ich mit den anderen Spielfiguren auch schon. Ja, da muss ich aber viele noch bekämpfen. Ach du meine Güte, guck mal, der Balken geht ja gar nicht drauf. Das wird eine heikle Sache. Weil da unten. Ist das gut oder schlecht? Ach Gottes Willen. Hier unten ist nämlich hier, Wellspring ist hier oben, oder? Das ist egal. Wenn ich Stufe 10 bin, gehe ich zu meinem Lehrer.
So. Jetzt gucke ich mir mal den da an. Und aber ich mache jetzt mal dieses Machtwortschild an. Warten wir mal ein bisschen. Geht das schneller? Ich habe jetzt keinen großen Unterschied festgestellt. Schon wieder ein Häschen. Oh, ich liebe Häschen. Bin ein Häschen-Fan. Ein absoluter Häschen-Fan. So. Wow, Stufe 8. Der ist heftig. Schauen wir mal. Oh ja, das geht sogar ziemlich gut. Das geht sogar ziemlich gut. Da hätten wir auch noch Stufe 8. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wie die daherkommt. Wahnsinn. Okay, naja, oh Gott, da kriegen wir die 10 jetzt am. Das sind die, diese. Wir brauchen Mystiker. Mystiker, ja, müssen wir mal gucken. Sind das hier die Mystiker? Dass die mich jetzt angreift. Also, das ist natürlich jetzt ein Verteidiger, das ist mir schon klar. Jetzt weiß ich, was die mit der Höhle gemeint hat. Die Höhle ist aber ganz woanders. Die hat die Höhle gemeint, ja. Die Höhle, die können wir in der Stufe überhaupt nicht machen, nicht einmal zu zweit. Gibt's da Mystiker, Verteidiger? Augur der... Augur. Schamane. Ah, nein. Nein, ich brauche Mystiker. Mystiker, Mystiker. So, meine Damen und Herren, in circa 5 Minuten höre ich auf. Da gibt es dann in ein paar Tagen den nächsten Teil. Also 20 Minuten ist vielleicht fast zu kurz. 30 Minuten. Ich weiß schon, das schaut sich sowieso keiner an. World of Warcraft ist out, obwohl es ein klasse Spiel ist. Muss ich tatsächlich so sagen. Gigantisch. Aber es ist halt wie es ist, der Geschmack ändert sich. Und sowas will vielleicht heute keiner mehr spielen. Ich weiß es nicht. Müssten wir wirklich eine Umfrage machen. Ich denke, wenn man das mit jüngeren Leuten spielt, dann wollen die das auch spielen. Jetzt muss ich mal gucken. Oha. Ja, na ja, gut. Ja. Das ist sozusagen das Ende vom Baum. Kleines Häschen. Häseli hopp. Ich könnte die alle besiegen, wie ich ja. Ich muss näher ran. Ich kochen. Kann ich noch nicht wirken. Wow, wunderschöne Tiere. Wahnsinn. Kleiner Lederkraken. Ich. Als Kind habe ich mir mal gedacht, was ist denn ein kleiner Lederkraken? Kragen. Das hat doch heute kein Mensch.
Guck mal, wie versteckt der ist. Wie schön der hier die Maserung hat. Wie der sich hier voll Mimikry macht. Also wirklich in das System hier einfügt. Verteidiger, Verteidiger. Schamanen. Ja. Naja, wir sind schon weit gekommen, aber die... Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, das müssten wir gewinnen. Weil ich kann mich immer wieder heilen. Das ist das. Jetzt hat sie mich auch noch mit Gift verhauen. Komm, hau rein, Baby. Auch wenn wir uns heilen können. Ja. Na komm. Ja, siehst du, geht. Wahnsinn. Ja, haben wir noch ein bisschen was für unser Stockkunst getan. So, meine Damen und Herren, dann würde ich mal sagen, suchen wir uns ein sicheres Örtchen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das gefällt. Schaut die anderen Sachen an. Die anderen Spiele, die ich so spiele, zusammen mit Berghand und mit Johnny. Gut, die zwei spielen momentan nicht so viel, aber das wird sich wieder ändern. Berghand ist momentan sowieso in seinen Schulferien. Und ihr könnt ja World of Warcraft hier weiter angucken. YouTubers Live, Spyro, der kleine süße Drache, OMSI 2, Euro Truck Simulator, Rocket League, CSGO, Counter-Strike, Car Mechanic. Oder natürlich auch Legacy die Undercover, was Berghand gespielt hat. Ich bedanke mich für euer Interesse. Ihr habt euch wohl, wo immer ihr seid. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Teil. Euer Nils. Ciao.